Attractions before your weary undead eyes. Bei uns erlebt ihr nicht, meins bleibt meins, wie es singt und lacht, sondern leins bleibt leins, wie es blutet und krepiert. Unser erster Act handelt von einem begnadeten Arzt, der nicht nur Experimente mit Menschen macht. Gemeinsam wird er mit Schwester Ilsa hochwissenschaftliche Untersuchungen an einem Zombie durchführen. Tauchen Sie nun ein in den Operationssaal des Frauenarzt Dr. Pretorius. Musculus constrictor, wie sie kann, dem freien Willen unterlegen ist. Und dort zerpisst er jedes Mal gegen die Wand. Schwester Ilse, Frage. Wenn ich dieses Herz nun beim Fenster hinauswerfe, wie wird es sich seiner Wesenheit noch zum Zentrum Gravitationis gemäß verhalten? Ich weiß nicht. Probieren wir es aus. Probieren wir es aus. Noch einmal. Na, da ist er ja, der Zombie. Ja, brav ist er. Brav ist er. Ja, ja. Kommt's denn her, Steinhofer, das Leid? Ja, im letzten Oberrock auf einem Heidel gefunden, was die Waffen da umgespissen. Ja. Ist er in der eigenen Scheiße ersoffen? Ja. Weißt du's nicht? Ja, schon. Du mal beruhige. Schwester Ilse, wir machen medizinische Revolution. Ich spreche sie in die Luft. Wo sind denn die Handschuhe? Da sind sie. Sehr gut. Jo. Und er in der Mittlerweile? Komm, zeige sein Talent. Ja. Die animalische Vernünftigkeit. Beschäme die menschliche Sozietät. Komm, zeig uns was. Das Messer dann, Fräulein Ilse, bitte. Ja. So. Ja. So, geht's? Geht schon. Sehr gut. Sehr gut. Ich kann Ihnen versichern, er gibt einen der interessanteren Fälle ab. Und so Gott will, bleibt die linke Körperhälfte gelähmt und wir machen unsterbliche Experimente miteinander.
Herzen raus. Da haben die Pumpte Leber aber fleißig bei. Denken die Haare aus. Warum spielt bei den schicken Flecken euer Fall das Fleisch von Stecken? Oder bin ich blind, dass ich nie den Schicken finde? Auf so einen Haufen schicken Flecken kommen ein paar kleine Brecken und die werden direkt von den Flecken ganz verdeckt. Ich bin nicht Fischer, ich habe Fleisch. Ich bin ein gemütlicher Patron, sozusagen die Ruhe in Person. Ich werde nicht in der Schöpfung, selbst die Steiger lässt mich kalt. Ja, ich halte mich sogar zurück. Redet mal mit mir von Politik. Nur das eine regt mich auf, denn ich hab es halt nicht drauf. Warum spielt bei den Schicken Fleckerl euer Pfeil das Fleisch von Flecken? Oder bin ich blind, dass ich nie den Schicken find? Auf so einen Haufen Schicken Fleckerl. Ja, der Peter Alexander braucht keine Schicken Fleckerl mehr. Aber hier wahrscheinlich schon. Unser nächster Act hat eine Vorliebe für Schmerz.
Sein Körper ist die Kathedrale der fleischgewordenen Perversion. Pain makes him feel real, but how much pain can a man take? Welcome us, the Fakir of Lust und die wunderbare Mistress Bonnie! Thank you.
und auch das Motto von uns!
Und ist äußerst aggressiv. Ich fand ihn im unterirdischen Kanalsystem von Wien. Lange hat er sich dort versteckt und mutierte immer mehr und mehr den Anfängen. Anfangs war seine Nahrungsgrundlage noch Ratten, später Kanalarbeiter. Wir haben ihn heute hierher in diese Gewölbe gebracht, die seinem natürlichen Lebensraum sehr entsprechen. Machen Sie nun keine allzu schnelle Bewegung. Es könnte Ihre letzte sein. Vorhang auf für den Zombie aus dem Untergrund. Schauen Sie genau hin!
Mit diesem Gebiss beißt dieser Zombie tief in das Fleisch seiner Opfer. Wo er hinbeißt, bleibt nicht viel von einem übrig. Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie einem Baby den Kopf abbiss. Diese Kiefer, diese Zähne sind das Letzte, was seine Opfer von ihm noch spüren. Oh, it's Showtime! Ich meine, es ist Fütterungszeit. Oh, keine Angst, meine Damen und Herren, Sie sind heute ausnahmsweise nicht dran. Wir haben extra OP-Fälle aus dem Krankenhaus Rudolf-Stiftung hergebracht. Vielen Dank hiermit an die Rudolf-Stiftung. Schwester Ilse, das Menü. Schwester Isa, jetzt sind Sie dran!
Hausen Untergrund, Philipp Hochhauser. Michael Frank. Am Licht Christian Aschbacher. An der Blutpumpe Nina Ferschel. An der Kamera El Moschitzki. Silvia Ungersbeck! Silvia, Silvia, komm rein! An der Regie und an der Moderation der große Mr. Meckelfein, Martin Mecklenburg! Vielen Dank, danke an den Weibraum, an den Kine, an den Douglas, dass wir das heute hier machen durften. Dankeschön. Wer Blut geleckt hat an uns, der kommt im Juni ins Weberknecht zur großen Ausgabe der Sideshow of Horrors mit gut 1,5 Stunden Laufzeit. Wir haben einfache Flyer jetzt hier vorbereitet und ich wünsche euch noch viel Spaß und wir feiern mit euch bei der Zombie-Kalypse. Dankeschön fürs Kommen. Vielen, vielen Dank. Nicht.